begrüße euch Kinder, ich begrüße euch Familien. Ich freue mich, dass wir zu unserem dritten Treffen jetzt beisammen sind. Und ich bitte Clara und ihren Bruder, dass sie für uns jetzt die Kerze anzünden und die Klangschale anschlagen. So lasst uns beginnen mit dem Zeichen der Freunde Jesu, mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte dich, in unserem Kinderheft die Seite 7 aufzuschlagen und hier findest du rechts oben ein Gebet, das uns an die Taufe erinnert. Beten wir es gemeinsam. Guter Gott, durch die Taufe bin ich dein Kind. Ich gehöre zu dir. Hilf mir jeden Tag mit dir zu leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der letzten Stunde haben wir uns gemeinsam an die Taufe erinnert. Für heute ist wieder viel Neues vorbereitet, du siehst es schon. Hier ist ein Korb. Er ist mit einem grünen Tuch zugedeckt. Diesen Korb hat unsere Pastoralassistentin Eva für euch und für mich vorbereitet. Du siehst das Tuch, aber ob etwas drinnen ist, das siehst du nicht. Ich weiß auch nicht, was drinnen ist. Das, was ich jetzt mit euch ausprobieren will, kannst du gerne auch zu Hause ausprobieren. Du kannst jemand von deinen Eltern oder Geschwistern bitten, dass sie einen Korb oder eine Schachtel nehmen, ein Tuch dafür suchen und einfach ein paar Dinge hineingeben und dann zudecken und dass du dann hineingreifst und versuchst zu ertasten, was drinnen ist. Ich werde das jetzt ausprobieren. Ich weiß nicht, was drinnen ist. Ich habe nicht geschummelt und ich versuche jetzt zu erraten, was da drinnen ist. Ich greife einfach ein bisschen rum. Gar nicht so leicht. Also da, glaube ich, habe ich mal so eine Art Windrad. Ah ja, kleines Windrad. Dann so etwas irgendwie wie eine Stoffpuppe, ich bin nicht sicher, schauen wir. Ah, ein kleines Häschen. Eine Glühbirne. Das könnte so ein Wurfball sein. Ah, ich glaube, ein Luftballon gefüllt mit etwas. Ah ja, so ein Spielball. Also da sind einige Dinge drinnen, die wir vorerst nicht gesehen haben, aber wir haben sie ertasten können. Ich zeige euch, was noch drinnen ist. Eine kleine Puppe und ein Stein. Der ist sehr schön, der Stein, der hat fast die Form von einem Herzen. Wir haben also miteinander entdeckt, es gibt Dinge, die können wir vorerst nicht sehen, wenn sie ein bisschen versteckt sind, aber man kann sie ertasten. Es gibt vieles, was wir sehen, was wir ertasten können. Aber ich denke, ihr habt schon erlebt, es gibt auch manche Dinge, die wir nicht sehen können und doch sind sie da. Ihr könnt zu Hause überlegen, ob euch da so Dinge einfallen, die man nicht sehen kann, aber doch wissen wir, es gibt sie tatsächlich. Ich habe hier ein paar Zettel vorbereitet und ich lade euch ein, schauen wir einfach, was da drauf steht. Kälte. Die Kälte können wir nicht sehen. Wenn ihr beim Fenster hinausschaut, wisst ihr nicht, hat es jetzt 10 Grad oder minus 20 Grad. Wir können die Temperatur nicht sehen. Wir fühlen sie, wenn wir hinausgehen, aber sehen können wir die Temperatur selbst nicht. Die Stimme. Du hörst zwar, wenn jemand anderer spricht,
aber die Stimme selbst können wir nicht sehen. Du siehst nicht, was da durch die Luft gleitet an Schallwellen. Sie ist für uns unsichtbar, aber hörbar. Da habe ich noch etwas, es passt zum ersten Wort. Genauso wie wir die Kälte nicht sehen können, können wir auch die Wärme nicht sehen und nur spüren. Der Wind. Wir sehen zwar, wenn die Bäume wackeln oder wenn eine Fahne im Wind weht, aber den Wind selbst, also die Bewegung in der Luft, die können wir nicht sehen. Funkwellen. Ihr alle kennt ein Handy, ein Smartphone, wir verwenden es, in der Welt wird es sehr oft verwendet, auch sicherlich in eurer Familie. Aber wie die Bilder, wie die Stimme und alles andere in das Smartphone, in das Handy hineinkommen, das sehen wir nicht. Es geschieht über Funkwellen, die sind unsichtbar und trotzdem funktioniert es. Und der letzte Zettel, ich denke, es ist der wichtigste. Liebe. Dass uns jemand liebt, das können wir letztlich nicht sehen. Wir spüren es im Herzen. Wir sehen zwar, wenn uns jemand anlächelt, wenn uns jemand hilft, wenn uns jemand eine Freude bereitet, aber die Liebe, die im Herzen ist, die können wir nicht sehen, aber wir können sie spüren. Es gibt also viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht sehen können und trotzdem sind sie da. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann entdecken wir, dass oft die Dinge, die besonders wichtig sind, nicht sichtbar sind für diese unsere Augen, sondern dass wir sie mit dem Herzen spüren. Freundschaft, Fröhlichkeit, Liebe, Treue und Ähnliches. Und wisst ihr Kinder, so ähnlich ist es auch mit dem Himmel. Wenn wir im Freien sind, spielen oder in die Schule gehen oder im Urlaub unterwegs sind und hinaufschauen, wir sehen den Himmel. Den Himmel, wo die Flugzeuge fliegen, wo die Vögel zu sehen sind und ähnliches mehr. In deinem Buch auf der Seite 9 ist auch ein Bild von diesem Himmel. Im Englischen wird dafür das Wort Sky verwendet. Für uns gibt es aber noch eine andere Art Himmel. Im Englischen wird dafür das Wort Heaven verwendet. Du kennst es vielleicht, wenn etwas besonders gut schmeckt, sagen manchmal Leute, boah, das ist himmlisch, diese Suppe oder dieser Kuchen, wunderbar, himmlisch. Und wir meinen damit nicht, dass die Suppe oder der Kuchen im Himmel schweben, sondern wir meinen, es schmeckt super, es ist einfach wunderbar, wie das schmeckt. Oder eine schöne Musik, himmlisch. Also wir drücken damit aus, dass etwas besonders schön ist. Und so ähnlich ist es eben auch mit uns und mit Gott. Manche Menschen sagen, Gott gibt's nicht, denn ich kann ihn nicht sehen. Wo ist Gott? Zeig ihn mir. Es stimmt. Wir können Gott nicht sehen, so wie wir diese Stoffhäschen sehen oder die Glühbirne oder wie wir einander sehen. Gott ist für uns unsichtbar. Und wir sagen, er ist im Himmel. Aber trotzdem ist er uns nahe und trotzdem gibt es ihn. Wir können Gott nicht sehen, aber wenn wir uns bemühen, in Freundschaft mit ihm zu leben, dann können wir ihn immer mehr im Herzen spüren. Er ist uns nahe. Und es gibt einen, der uns in wunderbarer Weise gezeigt hat, wie Gott ist. Es ist, ich denke, du wirst es erraten, Jesus. Denn Jesus ist Gottes Sohn und er hat 33 Jahre hier in dieser Welt unter uns Menschen gelebt. Und Jesus haben die Menschen sehen können, sie haben ihn berühren können, sie haben auf ihn gehört und sie haben so vieles mit ihm erlebt. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. So wie Jesus ist, so wie Jesus mit den Menschen umgeht, so wie er freundlich, hilfsbereit, geduldig und ehrlich ist, so wie er mit den Menschen Mut macht, sie heilt und ihnen verzeiht, so ist der unsichtbare Gott, unser Vater im Himmel. Und es gibt ein Buch, das uns in besonders schöner Weise von Jesus erzählt, die Bibel. Und für euch Kinder gibt es tolle Kinderbibeln, wo ganz viele Geschichten von Jesus drinstehen. Ich habe euch heute zwei Kinderbibeln mitgebracht, und zwar, das sind meine Kinderbibeln. Also wie ich so alt war wie ihr,
darf ich diese Bibeln bekommen? Und ich kann mich gut erinnern, wie ich einmal, ich glaube, ich war schon 10 oder 11 Jahre, da war ich ein bisschen krank, war bei der Tante Trude und da habe ich besonders in dieser Kinderbibel ganz viel gelesen. Diese habe ich hier und dann noch eine hier, die ist auch heute noch im Buchgeschäft zu kaufen. Sie ist neu aufgelegt. Also das sind Kinderbibeln speziell für euch, wo so viel von Jesus drinnen steht. Und ich habe hier ein Blatt, das möchte ich gerne euch zeigen. Es ist auch auf unserer Pfarr-Homepage im Bereich Erstkommunion. Kann man sich's anschauen oder runterladen. Das ist ein Blatt, wo Kinderbibeln, die zu empfehlen sind, abgedruckt und beschrieben werden. Und auch ein paar Kriterien stehen für Eltern, wie man sich eine gute Kinderbibel aussuchen kann. Vielleicht habt ihr zu Hause eine Kinderbibel schon. Und es wäre schön, wenn ihr da mit in einer hineinschaut. Aber es gibt verschiedene Arten von Kinderbibeln und vielleicht für deine Erstkommunion kannst du dir eine neue Kinderbibel wünschen. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen bzw. erzählen und auch das Bild zeigen. Eine Geschichte von Jesus, die ich besonders gerne habe. Ich zeige euch einmal das Bild in dieser Kinderbibel. Ich hoffe, du kannst es erkennen. Es ist ein See und er schaut nicht gerade freundlich aus. Du siehst die dunklen Wolken, die Blitze. Es ist der See Genezareth und es ist gerade ein mordsmäßiger Sturm. Und auf dem See ist ein Boot und in dem Boot ist Jesus mit seinen Jüngern. Und Jesus hat geschlafen, die Jünger waren im Boot mit ihm unterwegs. Sie rudern und sie kommen nicht voran und vor allem die Wellen sind Meter hoch. So hoch wie ein zweistöckiges Haus, 7 Meter. Also ganz, ganz schlimm. Und die Jünger haben damals nicht schwimmen können. Und du kannst dir vorstellen, sie haben mordsmäßig Angst gehabt. Sie fürchten um ihr Leben und sie wecken Jesus auf und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir hier untergehen und sterben? Und Jesus steht auf im Boot, er sagt zu dem Wind, sei still. Und plötzlich, es wird ganz ruhig auf dem See, der Wind legt sich und sie sind in Sicherheit. Und da erkennen die Jünger, dieser Jesus, das ist nicht irgendein Mensch. Er ist stark, er steht uns bei in der Not. Er ist wirklich Gottes Sohn. Diese und viele andere Geschichten von Jesus stehen also in der Bibel und auch in vielen Kinderbibeln für euch. Und ich lade dich ein, da nachzulesen, denn durch Jesus lernen wir unseren Vater im Himmel kennen, der zwar für unsere Augen nicht sichtbar ist, aber den wir mit dem Herzen immer mehr spüren lernen, wenn wir mit Jesus als Freund leben. Ich lade euch jetzt ein, dass ihr nach unserem Treffen miteinander euch einerseits das Kinderheft anschaut. Auf der Seite 8 und 9 findet ihr einerseits ein paar Dinge geschrieben, ein schönes Bild, wo gerade ein Papa aus der Kinderbibel Kindern vorliest. Nochmal ein Bild vom Wolkenhimmel und du weißt, es ist nicht der Himmel, wo Gott ist, denn Gott wohnt ja nicht auf einer Wolke, sondern wenn wir vom Himmel sprechen, dann meinen wir, Gott ist an einem Ort, wo es wunderschön ist, ein Ort, der auch für uns nahe ist, wo es hell ist und wo Freude ist. Das Gebet werden wir jetzt gleich im Anschluss miteinander beten und auch das Lied singen. Und auf der Seite 9, 10 und 11 findest du dieses Wimmelbild und es wäre schön, wenn ihr es euch zu Hause miteinander anschaut und auch überlegt, wo sind einzelne Situationen oder Begebenheiten aus dem Leben Jesu und du kannst überlegen, an welchem Fest feiern wir das im Laufe eines Jahres. Und außerdem kannst du auch gerne auf der Seite 12 und 13 im Familienheft nachschauen und nachlesen. Da sind übrigens auch 2 so QR-Codes, wo du dir einiges anschauen kannst. Jetzt bitte ich dich aber, dass du die Seite 9 aufschlägst und dass wir jetzt miteinander das Gebet sprechen und dann als Abschluss miteinander das Lied singen. Guter Gott, manchmal ist es schwierig für mich,
dass ich dich nicht sehen kann. Du hast uns Jesus gesandt. Er ist dein Sohn. An Jesus kann ich sehen, wie du bist. Bitte hilf mir, dich immer besser kennenzulernen. Amen. Singen wir jetzt miteinander das Lied. Stehen wir früh am Morgen auf, gehen wir spät zur Ruhe. Und wir werden die ersten zwei Strophen ein bisschen langsamer singen. Und normalerweise habt ihr Kinder es gern, wenn es ein bisschen flotter ist. Wir werden dann flotter. Und bevor wir flotter werden, werde ich dir noch dann einen Tipp geben. Aber das verrate ich noch nicht. Stehen wir früh am Morgen auf, gehen wir spät zur Ruhe. Beten wir zu unserem Herrn und er hört uns zu. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Samstag und an Sonntag immer ist er da. Wenn wir einmal traurig sind, drückt uns unser Schuh. Beten wir zu unserem Herrn und er hört uns zu. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Samstag und dann Sonntag immer ist er da. Bevor wir jetzt schneller werden in der dritten und vierten Strophe, ein kleiner Tipp, dass wir nämlich nach dem Ist er da ein Hurra einfügen. Wenn wir das miteinander machen würden, könnten wir ordentlich brüllen, aber so machen wir es halt zu Hause. Also nach dem Da ein kräftiges Hurra auf Jesus. Dritte Strophe. War der Tag voll Sonnenschein, Freude immer zu, bieten wir zu unserem Herrn. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Samstag, Sonntag und immer ist er da. Hurra! Und die vierte Strophe. Wenn wir alle Freunde sind, fällt es uns nicht schwer. Ich helf dir und du hilfst mir, so wie unser Herr. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja. Unser Freund ist Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Samstag und dann Sonntag, immer ist er da. Hurra! Ja, ich wünsche euch alles Gute weiter. Viel Freude beim Anschauen des Familien- und Kinderheftes. Und du weißt, wenn du ein Foto schicken möchtest oder auch vielleicht ein Video, wo du gerade die Kerze anzündest, die Schale anschlägst oder gar ein Gebet von den nächsten Stunden sprichst, wir freuen uns und teilen es gerne miteinander. Alles Gute, macht es gut und bis bald. Tschüss.